Ihr habt entschieden, ihr durftet mir eine Liste schicken mit Produkten, die ich für euch teste. Ich habe bei Lookfantastic geshoppt und eure Wunschliste einmal nachgekauft und hier ein paar sehr, sehr spannende Produkte mitgenommen, die vor allen Dingen neu sind. Produkte, die ich persönlich noch nie getestet habe. Produkte, die völlig viral auf sämtlichen Social-Media-Plattformen gegangen sind. Und wir werden schauen, ob sie ihren Hype wirklich wert sind. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Good morning, es ist 6:03 Uhr. Ich bin da, ich bin frisch. Für euch ist es 19 Uhr. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Abend. Ich habe geshoppt bei Lookfantastic. Ich habe euch vor einer Weile schon, das ist jetzt locker schon einen Monat her, gefragt, ob ihr irgendwelche Produkte habt, wo ihr sagt, hey, da überlegt ihr, ob ihr euch die kauft, weil sie vielleicht ein Stückchen teurer sind oder weil sie vielleicht gerade super beliebt sind und ihr euch aber nicht traut. Das ist mein Job. Ich kaufe die Sachen, damit ihr dann nur die Dinge kauft, die wirklich gut sind und ich euch so einfach damit unterstützen kann. Wir haben sehr, sehr viele spannende Produkte dabei. Wir haben was aus der Drogerie, wir haben was aus dem High-End-Bereich, wir haben sowas dazwischen und ein paar virale Produkte und ich will gar nicht so viel Zeit verlieren und direkt ins Video starten. Ihr wisst es, ich arbeite mit Lookfantastic auch schon eine Weile zusammen. Das heißt, ich kann mir immer die Produkte aussuchen, kriegt die dann für diese Videos und ihr bekommt einen Code. Ich gucke auf mein Handy. Es gibt Angebote auf der Webseite von bis zu 40% Rabatt, aber mit meinem Rabattcode MAXIMELF gibt es zusätzlich 11%. Also ihr könnt bis zu 51% auf viele Produkte sparen. Ich verlinke euch alle Produkte unten. Schaut gerne einmal bei Lookfantastic vorbei, weil ihr dort wirklich eine. Das ist ganz spannend dort. Das ist nicht vergleichbar mit einer anderen Webseite, weil ihr da wirklich alles zusammen habt und viele verschiedene Produkte dort findet, die es woanders nicht gibt. Auch spezielle Farben, besondere REs. Ich verlinke euch alle Produkte unten. Schaut da gerne mal durch und mit dem Code könnt ihr noch ein bisschen was sparen. Einige Produkte hatte ich tatsächlich schon hier, die ich dann nicht nachgekauft habe, weil ich sie einfach selber schon mal testen wollte. Wir starten aber mit dem ersten und das ist das hier. Das ist das La Roche-Posay Antelios UV Moon 450 Plus. Ich liebe diesen Sonnenschutz. Es ist eine ganz, 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 ganz tolle Textur. Erstmal die Verpackung ist wunderschön. Ich nehme mir erstmal eine kleine Menge. Ihr wisst es mittlerweile. Ich arbeite in zwei Schichten beim Sonnenschutz mindestens. Die erste habe ich auch schon drauf, weswegen ich einfach jetzt hier nur noch eine mit auftragen möchte. In dem Moment, wo ihr zwei verschiedene oder mehrere Schichten Lichtschutzfaktor auftragt, habt ihr einfach den besseren Schutz, weil ihr nicht Gefahr lauft, dass ihr eine Stelle ausspart. Eine Schicht habe ich, wie gesagt, schon drauf und heute, wenn ich das drehe, ist es leider noch nicht da. Ich denke mal, es kommt heute Abend. Ich habe mir so ein, das sieht wie so ein Handspiegel aus. Diesen Format, der hat eine Kamera integriert, eine UV-Kamera. Und die soll angeblich zeigen, wie der Lichtschutzfaktor ist. Das heißt, man kann es unterwegs nachkontrollieren. Und er sagt dir dann, okay, es reicht noch oder es reicht nicht. Und dann kann man reapplizieren. Es war teuer, es hat, glaube ich, 100 € gekostet. Was tue ich nicht alles, für informativen Content. Und ich probiere das Ganze mal aus. Schaut da unbedingt gerne bei Instagram vorbei, weil ich euch dort das Ganze ein bisschen besser zeigen kann. Das heißt, wenn ihr einen Lichtschutzfaktor habt, der euch interessiert, kann ich ihn mit dieser UV-Kamera testen in den Stories. Also schreibt mir da gerne, wenn ihr sagt, okay, kannst du dir mal, weiß ich nicht, den Hawaiian Tropic Lichtschutzfaktor anschauen. Dann mache ich das dort. Lichtschutzfaktor ist eingezogen. Das Schöne bei dem ist, der hat. Also der ist nicht matt. Das ist kein matter. Es gibt von La Roche-Posay auch diesen hier. Der ist matt. Also wenn ihr eine ölende Haut habt, empfehle ich euch diesen hier. Oil Control Fluid. Packe ich euch auch unten mit rein. Das ist aber so der All-Time-Favorite. Der hält gut. Der klebt nicht. Der rollt nicht. Der stinkt nicht. Der hat nur einen ganz, ganz leichten Duft von Sonnencreme. Und das ist das, oder der Vorteil von diesem Lichtschutzfaktor. Das Make-up hält dadurch, finde ich, sogar noch besser. Das ist immer ein bisschen problematisch bei Sonnenschutz. Ich habe immer das Gefühl, dass manchmal eine Sonnencreme dafür sorgt, dass das Make-up nicht so gut hält. Habt ihr hier überhaupt gar nicht. Das ist ein bisschen teurer. Man findet den auch nicht in der Drogerie, sondern eigentlich entweder nur online oder in der Apotheke. Aber ganz ehrlich, ich gehe nicht in die Apotheke, um mir den Lichtschutzfaktor zu holen. Den packe ich dann in die Bestellung mit rein. Große, große Empfehlung. Hier sind 50 Milliliter mit drin. Der hält euch gut. Nehmt immer ausreichend, aber er reicht euch trotzdem. Jetzt bin ich aufgeregt, weil ich endlich einen Grund habe, es euch zu zeigen. Also, ihr merkt ja, dass sich bei mir so ein bisschen was in meinem Alltag auch verändert hat. Und ich bin ja nicht nur größer geworden, sondern Tatsache bin ich total inspiriert. Und
Das ist für mich ganz komisch, als eigener YouTuber andere YouTuberinnen nicht zu vergöttern, ist, klingt immer so doof. Ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen. Sie inspiriert mich und das ist das, was ich mir wünsche, dass ich das bei euch tun kann, habe ich das bei jemand anderem gefunden. Das ist das erste Mal, dass es dazu gekommen ist, zwei Personen, einmal Lydia Millen aus England und Josie LDN London. Zwei wundervolle Frauen. Erwachsene Frauen, die, weiß ich nicht, die haben so dieses ein bisschen Country Life und so ein. Das klingt so total cheesy. Ich finde es einfach toll. Und Lydia ist eine wunderschöne Frau. Sie hat einen wunderschönen Mann. Und sie hat das hier benutzt. Das sind die By Terry Brightening CC Serums. Wann habe ich die gekauft? Im Januar, glaube ich. Bin ich nach Berlin reingefahren und habe sie gekauft. Rückblickend ärgere ich mich, weil bei Lookfantastic sind die günstiger. Das sind die Brightening CC Serums. Hydration, Radiance, Color Correction. Gibt es in verschiedenen Farben. Bei mir gab es das damals im KDW nur in diesen beiden Farben. Keine von beiden ist die richtige für mich. Online gibt es sie jetzt aber. Deswegen musste ich beide nehmen. Eine hat bei mir 86 € gekostet. Bei Lookfantastic ist sie 20 € günstiger. Ist immer noch viel Geld. Aber seitdem ich diese Dinger benutze, habe ich das Gefühl, dass meine Haut ganz anders mit Make-up umgeht. Ich habe es einmal in der Farbe 2 und in der Farbe 4. Die 3 wäre perfekt gewesen. Deswegen muss ich mir das so ein bisschen selber anmischen. Das ist was ganz Besonderes. Bei Terry riecht sehr, sehr intensiv nach Rose. Ich liebe den Duft. Aber Lydia hat das benutzt und sie sieht so wunderschön aus. Auch ohne Make-up sieht sie schön aus. Aber wenn sie das benutzt, da dachte ich mir so, boah, ich möchte auch so aussehen. Und das ist sehr, 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 sehr selten. Und das fand ich persönlich super spannend, weil normalerweise ist es mein Job, Make-up rauszusuchen und euch zu zeigen, was gut ist. Aber es hat jemand anderes geschafft, mich zu inspirieren. Und sie hat nichts mit Beauty zu tun. Und das fand ich ganz bemerkenswert. Ich habe es einmal hier in der hellen Farbe. Und ich gebe mir einen Spritzer von der dunkleren rein. Kann man auch gut als Bronzer-Ersatz nehmen. Und ich mische mir das zusammen und habe dadurch, ja, das ist, oh, dieser Duft. Es ist ganz spannend, das zu beschreiben, dieses Produkt. Ein Hybrid aus, ich würde nicht sagen unbedingt Foundation, weil es hat ja nicht so eine richtige Deckkraft, aber ich trage es mir mal nur auf einer Seite auf. Es korrigiert durch die Pigmente da drin so ein bisschen das gesamte Hautbild. Und es zieht schön ein und es hinterlässt einen sehr erwachsenen Glow, aber nicht so speckig. Schaut euch das mal an. Ich mache mal nur eine Seite. Nicht so speckig, sondern sehr luxuriös. Und das ist ganz spannend. Ich fand bei Terry schon immer sehr, sehr spannend. Ich habe mich da aber nie rangetraut, weil mein Content ja eher so ein bisschen auf Drogerie immer basiert hat und ich ja jetzt nach und nach einfach probiere, auch ein paar andere Sachen mit reinzunehmen. Und als jemand das geschrieben hat, dass sie sich dafür interessiert, weil sie auch Lydia Millen folgt, ich hatte sie irgendwann mal in meiner Story und dann hat sie ein Video von ihr gesehen und ich habe Lydia verlinkt und jemand hat aus unserer Community hat das gesehen, ihre Videos geschaut und ist auch auf dieses Produkt gestoßen, weil sie benutzt das jeden Tag, in jedem Vlog. Das fand ich so schön und dann dachte ich mir, natürlich teste ich das für euch. Ich habe es natürlich schon. Also, das ist subtil, ne? Ihr seht kaum einen Unterschied. Ich hole euch mal näher ran. Ihr seht kaum, dass ich Produkt im Gesicht habe, aber im direkten Vergleich sieht man dieses Perfektionierte. Und ich habe keine Foundation drauf. Also alles ist so ein bisschen weich gezeichnet, obwohl es glowy ist. Es setzt sich aber nicht auf Poren ab, es setzt sich nicht auf texturierte Haut ab. Und die Haut fühlt sich sehr, sehr frisch an. Also ich probiere das so ein bisschen zu vergleichen, aber ich habe nichts. Wenn ich jetzt beispielsweise hier diesen Elf Halo Glow, das ist was ganz, ganz anderes. Das hier von By Terry hat so ein, ihr müsst, also ihr seht es und ihr müsst euch selbst kurz überlegen, was ich sagen wollen würde, weil ich es gerade einfach nicht sagen kann. Die Haut, ich weiß, es ist immer doof zu sagen, wenn teure Produkte gut sind, aber ich habe den Kauf nicht eine Sekunde bereut davon, auch wenn ich 170 € für beide ausgegeben habe. Wenn ihr die richtige Farbe habt, braucht ihr nicht so viel Geld ausgeben. Du musst den Rosenduft mögen. Das ist klar. Er verfliegt aber. Also der riecht nicht den ganzen Tag nach Rose. Es ist eine super zarte Textur. Er hat keine richtige Deckkraft. Es ist einfach nur schön. Und du kannst darüber eine Foundation geben, wenn du möchtest. Musst du nicht. Du kannst ja auch einfach einen Spritzer Foundation damit reinsetzen. Musst du aber nicht. Je nachdem, so wie du willst. Ohne dass es sich abrollt. Es funktioniert mit jedem Produkt. Und ich glaube, ihr merkt an meiner Reaktion,
wie sehr ich dieses Produkt liebe. Dadurch, dass ich natürlich beide habe, ich bin jetzt ungefähr hier angekommen. Und ich benutze das immer, wenn ich kein Make-up, also keine Foundation trage. Es gibt auch so einen schönen bronzy Look auf die Haut. Und dann gehe ich im Anschluss einfach nochmal so ein bisschen mit dem Beauty Sponge rüber. Also ihr merkt das, das ist ein ganz besonderes Produkt. Ich habe gesucht, glaubt mir, Freunde. Ich liebe es, günstige Alternativen zu finden. Ich habe nichts gefunden und ich bin weiter auf der Suche. Aber bis dahin ist das einer meiner Jahresfavoriten gewesen. Ich habe es im Januar gekauft und seitdem ist es jeden Tag mit dabei. Jetzt habe ich ein sehr ebenmäßiges, aber noch ein bisschen gebronztes Finish. Es gab zwei neue Sachen, die ich dann natürlich... Wisst ihr, das ist das, was mich so ein bisschen inspiriert an diesem Job. Ich habe ein Produkt, was ich mir selbst gekauft habe, weil ich inspiriert wurde. Und dann kommt was Neues von einer Marke raus, zu der ich niemals tendiert wäre. Und das sind diese beiden Dinger, auch von By Terry. Brightening CC Liquid Blush und Brightening CC Luminizer. Der Luminizer, damit bin ich noch so ein bisschen auf Kriegsfuß, kommt in so einem Stift. Ihr habt hier oben einen Pinsel. Beworben wurde er, einmal drücken reicht. Als, ja, so ein bisschen, die Models hatten das als Concealer benutzt. Da ist keine richtige Deckkraft drin, aber in Kombination mit einem Concealer selbst ist das gut. Also da bin ich so ein bisschen skeptisch. Was ich aber gefunden habe, was leider auch sehr, sehr gut ist. Es ist jetzt recht glowy. Wir machen dieses Underpainting. Der Brightening CC Liquid Blush. Auch hier kommt mit dieser einen kleinen Pinselspitze. Ein Pumpstoß reicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann nehme ich einen Blush Brush und arbeite mir das ein. Erstmal nur eine Schicht, weil ich ja gleich noch ein bisschen Concealer auftrage. Das ist nochmal deutlich pigmentierter als dieses CC Luminizer hier. Das ist eigentlich nur die Liquid Blush Form. Sehr, sehr, sehr gut in der Verpackung. Fühlen sich toll an und die halten auch sehr gut. Ne? Also das muss ich dazu sagen. Benutze ich aber gleich nochmal. Ich möchte vorher Concealer benutzen. Und das sind diese NARS Creamy Radiant. Da hatte jemand geschrieben, ob ich die mal testen kann. Und ich hatte die vor, das ist schon einige Jahre her, mal getestet. Ich konnte mich aber nicht mehr dran erinnern. Ich habe sie einmal in der Farbe Custard und Vanilla. Vanilla ist mir viel zu hell. Und Custard ist mir persönlich ein bisschen zu gelb. Ich trage mir jetzt mal hier nur eine kleine Schicht mit auf. Und jetzt seht ihr gleich, wie das Ganze zusammenkommt. Ohne, dass ich wirklich Foundation heute trage. Hier ein bisschen, hier ein bisschen. Der NARS Concealer ist eine ganz spannende Textur, weil der so ein bisschen Self-Setting ist. Also er fixiert sich leicht von selbst, ohne dass er trocken ist. Das ist ganz, ganz spannend. Ich kenne mich leider nicht so mit verschiedenen Formulierungen bei Concealern aus, weil ich einfach auch noch nie einen Concealer rausgebracht habe. Das ist halt immer das Gute, ne? Ich habe schon ein paar Produkte rausgebracht und weiß, wie sie formuliert werden und wie sie funktionieren. Ich habe leider noch keinen Concealer rausgebracht, aber der funktioniert sehr gut. Und jetzt seht ihr gleich, indem ich diesen selben Pinsel benutze, mit dem ich auch alles andere eingearbeitet habe, kann ich diesen Concealer sehr, sehr gut ausblenden und so ein bisschen an die Stellen gleich noch tupfen, wo ich Deckkraft haben möchte. Und ihr habt ein sehr frisches Ergebnis und das nimmt jetzt natürlich auch so ein bisschen Glow von diesem Luminizer mit weg. Ihr könnt das Ganze gut aufbauen. Ich gehe jetzt nochmal hier eine zweite Schicht hin. Ich mag den Concealer ganz gerne. Ich habe ihn mir auch extra in der Mini-Größe geholt, einfach um ihn zu probieren. Das empfehle ich euch, wenn ihr etwas habt, was euch interessiert. Probiert Mini-Größen zu kaufen. Findet ihr bei Lookfantastic auch. Da könnt ihr dann einfach ein bisschen mehr probieren oder für unterwegs. Und ihr wisst, das ist ein Produkt, was ihr sehr, sehr gerne benutzt. Probiert die Mini-Größen aus. Okay, die zweite Schicht sitzt. Jetzt gehen wir auch noch mit einer zweiten Schicht von diesem Blush rauf. Einmal drücken, kommt dann raus. Also das ist ungefähr die Menge, die rauskommt. Das heißt, ihr könnt auch nicht wirklich überdosieren. Es kommt immer das raus, was für euer Gesicht reicht. Hier ein bisschen rauf tupfen. Gibt dann halt gleich nochmal so einen richtig, richtig schönen frischen Glow. Ich finde, bei Terry ist das Schöne, du musst gar kein Puder benutzen. Also meine Stirn beispielsweise, wenn ich diesen Glow mag, kann ich es so lassen. Es rutscht nicht. Was ich jetzt aber fixiere, ist mein unteren Augenbereich. So, und jetzt seht ihr, in dem Moment, wo ich einfach mit dem losen Puder fixiert habe, kann ich diesen Glow so ein bisschen zurücknehmen, aber kann ihn natürlich an den Stellen lassen, die ich nicht fixiert haben möchte. Und die Stirn sieht einfach toll aus. Und das hält. Das hält wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Blush, nehme ich wieder auf und kann hier wieder rüber gehen. Das funktioniert mit dem sehr, sehr gut. Einfach über Puder rüber. Boom, ich sehe wieder aus wie ein sizilianischer Gigolo, aber guess what?
Ich lieb's. Eine Sache, die ich von Bytherio nicht so gerne mag, Tatsache, ist das lose Puder. Die gepresste Form davon ist deutlich besser. In lose mag ich es ehrlich gesagt nicht so gerne. Das ist mir ein bisschen zu trocken. Gut. Oh, was für eine schöne Base. Geh jetzt nochmal mit so ein bisschen Restpuder einfach überall rüber, um alles ganz leicht zu mattieren. Und schaut mal, ich habe keine Foundation benutzt. Meine Haut sieht aber ausgeglichen aus. Ihr habt mir etwas empfohlen, was ich gleich ausprobieren möchte. Das ist eine Mascara. Was ich aber ganz spannend fand, ich habe es noch nicht getestet. Deswegen, ich wollte das machen, wenn ihr dieses Video gesehen habt. Ihr seht das am Freitag. Ich fange heute am Montag an. Olaplex hat ein Wimpernserum rausgebracht. Soll helfen, dickere, längere und voluminösere Wimpern zu erzeugen. Habt ihr damit schon Erfahrung? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Packaging ist super hochwertig, ne? Hat so einen typischen kleinen Lash-Serum-Applikator. Das werde ich jetzt benutzen und dann treffen wir uns in einem Monat mal wieder. Erinnert mich bitte dran. Und dann schauen wir das mal. Gibt's auch Olaplex halt, ne? Aber ich muss sagen, die Haarsachen von Olaplex sind super. Okay, wir haben noch was für die Augenbrauen und zwar von NYX. Das habe ich noch nie probiert. Das The Brow Glue. Ich muss sagen, NYX Packaging mittlerweile wird ein bisschen sehr bunt. Aber viele haben gesagt, das ist gut. Viele haben gesagt, probier es mal. Wir probieren es jetzt einfach mal. Ich bin ja sonst immer bei dem Anastasia Beverly Hills Brow Freeze und gehe jetzt hiermit einfach durch. Ich glaube, ich muss ein bisschen üben kurz, weil ich ja sonst immer mit so einem großen Spoolie hier lang gehe und dann die Haare wirklich besser trennen kann als mit so einem kurzen. Aber ja, es gibt auch mit Farbe. Ich kann mir ganz gut vorstellen, kleine Empfehlung für euch, wenn ihr Augenbrauengele habt zu Hause aus der Drogerie beispielsweise, die euch vielleicht nicht so gut gefallen. Und dann könnt ihr Tatsache auch einfach das für eure Babyhaare oder für euren Bart benutzen. Also, es ist natürlicher als das Brow Freeze. Obwohl doch, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Also, es braucht Tatsache ein Momentchen länger, um sich zu fixieren, als das Brow Freeze. Das ist drauf und es trocknet und dann ist auch trocken. Ist halt der Nachteil, wenn du es offen lässt, ist das Produkt hinüber. Weiter geht es mit etwas für die Lippen. Das war total viral. Habe ich nicht verstanden, vielleicht verstehe ich es gleich. Von Clinique. Clinique hat einen Lippenstift rausgebracht vor einer Weile. Black Honey. Huh. Riecht nach nichts. Fühlt sich gut an. Ist sehr, sehr filigran. Sehr, sehr dünn. Ist es so ein Color-Changing-Ding? Fragrance-free, ohne Parfum. Transparenter Lippenstift für geschmeidig weiche Lippen. Ist da Farbe drin? Sekunde. Nee, nee, der hat Farbe. Der hat meine eigene Lippenfarbe rausgeholt gerade. Und ein bisschen intensiviert. Okay, da bin ich verwirrt, aber das ist toll. Sehr, sehr schön, kann ich mir gut als Blush vorstellen. Aber das fühlt sich ein bisschen, es fühlt sich ganz spannend an. Das ist nicht dieses typische Essence Color Correct, Color Changing, hau mich um, sondern das ist wirklich, es fühlt sich wirklich an wie ein Labello. Also du merkst gar nicht, dass du was drauf hast, aber der hat halt einfach nur so ein bisschen meine Lippenfarbe rausgeholt und sieht sehr, sehr natürlich aus. Also nicht so, dass du das Gefühl hast, du hast was drauf, sondern halt ersetzt so ein bisschen, weiß nicht, Labello auf den Lippen. Das schön. Es wird heute sehr bärig, habe ich das Gefühl. Ich habe gestern einen TikTok hochgeladen, beziehungsweise hier einen Short bei YouTube. Und da hat jemand, da habe ich gesagt, ich bin ja nicht so der größte Fan von Revolution. Du kannst nicht glauben, wie viele Leute mich dafür angemault haben, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der größte Fan. Ich habe nicht gesagt, ich finde Revolution scheiße. Aber Lidschatten kann Revolution. Diese sollte ich testen. Das ist die Forever Flawless Palette. Die gibt mir so ein bisschen Huda Beauty Vibes. Wir werden jetzt damit einen passenden Look hier zu schminken. 6, 12, 18 Farben drin. Gute Aufteilung zwischen matt und schimmernd. Und was ich persönlich immer liebe, ist, wenn man hinten das umklappen kann. Also wirklich umbiegen kann, ohne dass es kaputt geht. Wir schminken was. Übrigens, mein Pinselset gibt es auch noch. Ich packe euch unten mal einen kleinen Code mit rein. Da könnt ihr vorbeischauen. Sehr, 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 sehr gute Pinsel. Ich starte in der Farbe Sweethearts. Das ist so ein schönes Altrosé. Und setze mir das in die Lidfalte. Das wird ein sehr romantischer Look heute, nichts Spektakuläres. Ich habe lange keinen Lidschattenlook mehr gemacht, fällt mir auf. Gibt mir so ein bisschen, ne, von der Farbfamilie Charlotte Tilbury Vibes. Hier einfach hin, ganz leicht. Ich habe auch nur eine leichte Hand heute. Ich greife den Pinsel auch ein bisschen weiter hinten, sodass ich noch weniger Druck habe. Ist eine süße Palette für ein Frühjahr und fürs Frühjahr und für den Herbst, wie ich finde, optisch zumindest. Gebe ich gleich hier unten so ein bisschen hin. Es wird,
Ich bin im Moment tatsächlich echt ein Freund von Formulierungen, die ein bisschen leichter sind und nicht so Natascha Denona. Ich habe lange keine Natascha Denona Palette mehr benutzt, genau aus diesem Grund, weil ich diese Rival Loves Me Textur. Pigment ist da, aber du hast kein Problem, es auszublenden. Das liebe ich im Moment, weil du dann einfach, ja, so ein bisschen was Leichteres machen kannst. Schau mal, so leichte Hand, ausblenden, zarte Farbe, fertig. Finde ich süß. Ich nehme meinen Finger, gehe in die Farbe Flaunt und setze das hier einfach mit drauf. Super. Cut Crease. Boom. Reicht doch völlig aus. Ich fühle mich heute richtig süß. Wir haben aber noch was. Ich habe euch neulich mal gefragt, ob ihr eine Mascara habt, die braun ist. Und das haben sehr, sehr viele Zuschriften an mein Postfach entdeckt. Aiko habe ich auch noch nie gehört. Aiko London Lash Alert Mascara in Braun. Ich bin gespannt, wie braun sie ist. Ja, sieht braun aus. Und die macht sehr natürliche Wimpern. Das ist ein schönes Braun. Das ist nicht so hellbraun, schokobraun, sondern geht auch wieder in die schwarzbraun Richtung. Aber das fühlt sich sehr, sehr schwer an. Also das Ding hier hinten fühlt sich an wie Metall, ne? Und das liegt gut in der Hand, sodass du ein bisschen Gegendruck hast. Wundervoll! Ich bin immer noch sehr überrascht von diesem Clinique-Lippenstift, ne? Passt super zu dem Lidschatten-Look. Freunde, das war 100% Volltreffer. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich sehe süß aus. Ich fühle mich süß, ich fühle mich toll, ich fühle mich schön. Mag ich gerne. Ihr seid wirklich die Besten. Vielleicht sollten wir das öfter tun, dass ich euch einfach sage, hey, sucht mir mal ein paar Produkte aus und ich teste sie dann für euch, damit ich mich hübsch fühle. Und dann könnt ihr euch auch hübsch fühlen. Freunde, ich danke euch. Es hat wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, eure Wunschliste zu testen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Produkte ich für euch als nächstes testen soll. Egal, ob günstig oder teuer. Es ist mir egal. Ich teste es für euch. Das ist mein Job. Freunde, schaut gerne bei Look Fantastic vorbei. 40% ist schon einiges im Sale. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich benutzt habe. Klickt euch da aber gerne mal durch. Dort gibt es viele spannende Sachen. Ich danke euch und würde vorschlagen, wir sehen uns hier nächsten Montag wieder. Passt auf euch auf.